Einsteiger-E-Pianos zwischen 500 und 1000 Euro. Wenn man ein Home-Piano für das Wohnzimmer sucht, dann wird es in dieser Preisklasse schon ziemlich knapp. Bei den Markenherstellern geht das kleinste Modell so bei 900, 1000 Euro los. Wenn es doch günstiger sein soll, dann lohnt sich der Blick in das Eigenmarkensortiment von Thomann. Gleich drei Pianos haben wir in dieser Preisspanne gefunden. Das geht bei 500 Euro los. Das ist hier bei diesem DP32. Das ist hier in der Mitte DP51 und DP140BU. Das ist das Upright-Modell, das ist dann knapp unter 1000 Euro. Und dazu treffe ich Yassin Korchi, Klavierlehrer und Leiter der Online-Klavierschule Music to Me. Hallo Yassin. Hallo Jörg, freut mich. Ich bin sehr gespannt, wie dein Urteil ausfallen wird. Worauf kommt es an eigentlich bei einem Einsteiger-E-Piano? Ja, also wichtig ist natürlich, dass man ein gutes Spielgefühl hat und gut reinkommt in das Thema Klavier lernen, Klavier spielen. Und da geht es natürlich vor allem um die Tastatur. Ja? Also was habe ich für ein Gefühl, Griffigkeit, Spielgefühl, aber auch natürlich, wie arbeitet die Tastatur zusammen mit dem Pianoklang. Ja. Und auch das ist natürlich interessant zu schauen, wie ist der Unterschied? Gibt es überhaupt Unterschiede bei diesen Themen, Tastatur und Klang? Ja gut, also zu den Tastaturen kann man hier schon mal sagen, das sind alles Hammermechanik-Tastaturen, was ja ein wichtiges Merkmal ist eigentlich, ja. Dass man eben diesen Klavieranschlag nachempfinden kann. Und bei den Klängen, da bin ich auch sehr gespannt jetzt. Ich denke, wir spielen die alle mal dann im Vergleich durch und hören uns das einfach an. Und dann könnt ihr euch ein Urteil bilden, wie einfach der Klang ist. Wir konzentrieren uns auf den Klavierklang. Auf jeden Fall. Ja, ich bin gespannt. Willst du loslegen? Mit dem kleinsten vielleicht? Genau. Setz mich mal hier hin. Das klingt ja doch ganz ausgewogen. Klingt eigentlich okay. Der Klavierklang ist schön. Kann man eigentlich gar nicht so viel Negatives sagen. Hier muss man auf jeden Fall dazu sagen, dass das, glaube ich, das Einzige im Trio ist, was hier eine ganz glatte Beschichtung hat. Also wir haben hier keine angerauten Tasten. Das ist natürlich was, da sollte man natürlich auch gucken, ob man da vielleicht dann doch ein paar Euro mehr investiert und vielleicht eine Tastatur wählt mit einer Beschichtung. Ja, das haben wir dann hier, genau. Genau. Und aber ansonsten, ja, für das Geld, sage ich jetzt mal, was man hier bekommt, ist das eine solide Tastatur. Hier kann man schon drauf spielen. Für den Einstieg in den Klavierunterricht ist das durchaus auch was, was man in Erwägung ziehen kann. Ja, kannst du das gleiche Beispiel nochmal hier spielen? Ja. Dann tauschen wir mal die Plätze. Hier merkt man auf jeden Fall schon mal, dass auch die Tastatur einfach so ein bisschen, sie gibt ein bisschen mehr her. Man kann ein bisschen mehr gestalten und dementsprechend kommt natürlich dann beim Spielen von so einem Stück auch ein bisschen mehr rüber. Ja, also, das konnte man auch hören. Man merkt, dass hier einfach ein bisschen mehr, ein bisschen mehr investiert wurde und gefällt mir hier auf jeden Fall schon mal ganz gut. Macht Spaß. Ja, sehr schön. Jetzt hier. Das war klanglich jetzt sehr nah beieinander, oder? Sehr ähnlich, ja. Also so viel Unterschied gibt es jetzt zwischen den beiden jetzt gar nicht. Ich würde sagen, hier geht es wahrscheinlich dann wirklich so ein bisschen um die
Um das Upright Design. Um das Design und dann mit Sicherheit auch dann mit dem Lautsprechersystem, was dann einfach ein bisschen mehr Volumen hat. Aber spielmäßig ist es sehr ähnlich an dem. Also Unterschiede interessant, kaum zu erkennen. Ja, wir können die ja mal so gegeneinander spielen. Ja. Also einfach mal so in C-Dur durch die Oktaven gehen. Ja. Also wenn wir hier im Bass anfangen. Das ist sehr nah beieinander. Das ist eigentlich fast der identische Klang. Ja, das ist identisch. Ja. Identischer Klang. Ja. Aber was man, du hast eben das Lautsprechersystem erwähnt, das muss man wirklich auch sagen. Hier bei dieser Preisklasse, da sollte man wirklich jetzt keine Wunder erwarten. Das ist, sieht man ja auch, es ist ein sehr kleines Piano, es sind kleine Lautsprecher verbaut, das ist völlig klar. Das klingt schon ein bisschen kleiner auch. Und hier ist einfach mehr Volumen drin. Das sieht man auch am Gehäuse. Also das Instrument vermittelt auch tatsächlich, dass man hier ist mit einem Upright-Piano zu tun hat. So. Ich glaube, man kann auch sagen, dass das mit Abstand das Schwerste ist. Also das war jetzt schon so kräftemäßig jetzt gar nicht so einfach. Und da merkt man einfach, hier geht es ein bisschen um Design und dass es natürlich schon dem Klavier schon sehr entsprechend ist. Ja. Und, aber vom Spielgefühl und auch vom Klang sind die beiden sehr, sehr nah beieinander. Also da sollte man genau gucken, was für einen die richtige Wahl ist. Ich bin jetzt gespannt, was noch bei der Klassik so rauskommt. Ich probiere mal, ich fange genauso hier an und spiele einfach ein Beispiel an und dann können wir ja mal gucken. Okay. Also von der Dynamik her, ja, das geht. Das ist halt ein Einsteigerpiano für 500 Euro. Das darf man jetzt auch wirklich keine Wunder erwarten. Das ist aber gut von der Dynamik. Das ist nachvollziehbar. Man kann damit spielen, finde ich. Also. Oh, jetzt sind wir mal gespannt. DP51. Okay, jetzt das. Das wird wahrscheinlich genauso klingen. Ja, ich habe jetzt so allein vielleicht vermittelt das Instrument, das klingt irgendwie alles ein bisschen smoother, alles satter. Und, aber Dynamik lässt sich hier besser umsetzen. Die Tastatur ist auch schöner anzufassen durch den Ivory Touch. Und hier haben wir es, glaube ich, auch mit einem Drei-Sensor-System zu tun. Also von daher spielt sich jetzt alles noch ein bisschen exakter als hier. Ja. Also, kein Wunder, das ist ja hier, sind wir bei 500 Euro, hier bei 650 Euro. Und hier bei 800 irgendwas. Also man merkt Unterschiede, aber gerade die beiden hier, die beiden in Schwarz, sind doch gar nicht so weit auseinander. Ja, und vom Klang zumindest. Ja, vom Klang und auch vom Spielgefühl. Und das ist jetzt auf jeden Fall schon mal ein ganz interessantes Fazit. Ja. Ja, auf jeden Fall. Wenn man jetzt auf die Funktion eingehen wollte, dafür haben wir ja noch die einzelnen Testberichte. Da schaut er am besten rein. Man kann jetzt hier sagen, okay, es gibt diese technischen Finessen, wie bei den Markenherstellern nicht. Also es gibt keine Piano-App, kein Bluetooth, das man da anschließen kann. Also dass man mit einer App das Piano bedient, das gibt es da nicht. Es gibt USB, man kann Computer anschließen oder auch ein Tablet und mit Apps arbeiten und kann das Audio zurückführen in das Piano. Das geht, aber gut, das ist natürlich alles nicht so wie bei den Markenherstellern. Ja. Aber dafür ist natürlich preislich dann auch einfach... Es ist schon ein Unterschied. Ein Unterschied, ja. Also wenn man überlegt, dieses hier, das DP51, das gibt es ja sogar in Hochglanz, so wie es da steht. Und das ist ja in der Einsteigerklasse bei den Markenherstellern, das gibt es da gar nicht. Ja. Das gibt es erst viel teurer. Und auch ein Upright für das Geld unter 1.000 Euro oder knapp unter 1.000 Euro ist auch, glaube ich, kaum zu finden, ja. Absolut. Also dieses Design, wenn man das von, egal ob man da Yamaha oder Carvey oder Roland nimmt,
die liegen alle oberhalb von 4.000 Euro. Also das ist ein Riesenunterschied. Und selbst, also ich finde, wenn man den Klavierklang betrachtet, und das ist ja das Wichtigste eigentlich, ist das absolut gut. Für den Preis ist es erstaunlich, wenn ich so war. So, Jörg, und welches würdest du jetzt kaufen? Ich würde dieses hier kaufen. Warum? Weil es vom Lautsprechersystem noch mal feiner abgestuft klingt als das DP51. Ich kann auf Hochglanz ganz gerne auch verzichten. Das ist eigentlich von der Optik hier schlicht und schön, finde ich total okay. Und ich finde die Tastatur gut und den Klavierklang. Und ansonsten würde ich halt über USB noch Piano-Apps ansteuern oder Piano-VSTs, die ich im Rechner habe. Okay, klingt gut. Und wie sieht's mit dir aus? Ich entscheide mich für das DP51. Mir gefällt das Hochglanz extrem gut, das Hochglanz Schwarz. Ja. Ich finde diese etwas kompaktere Bauart schön, weil es noch ein bisschen, noch ein bisschen portabel. Ich kann es doch noch mal irgendwie so ein bisschen rumschieben in der Wohnung oder mal ins Wohnzimmer stellen. Und sie nehmen sich nicht viel vom Spielgefühl und vom Klang. Und deswegen finde ich eigentlich auch ein bisschen günstiger. Das DP51 ist meine persönliche Kaufempfehlung. Gut. Ja, also ein Tipp wäre auch noch bei diesen Instrumenten auf die Bundles und Sets zu achten. Ja. Gerade für Anfänger ist das ein wichtiges Thema. Also wenn man alles, diesen Zubehör noch nicht hat, also wie eine Pianobank, ein Kopfhörer und so weiter, dann sollte man auf diese Bundles achten. Da kann man wirklich ein bisschen Geld sparen. Also das haben wir ja auch durchgerechnet in unserem Einsteiger-Video. Ja, und was man da eigentlich an Geld spart, das kann man auch dann nochmal investieren in zum Beispiel so eine Klavierlampe. Denn die braucht man ja schließlich auch. Das ist Sieht super aus. Cool, ja. Und ist nützlich. Gibt einen guten Durchblick beim Spielen.